Es gibt immer wieder Menschen, die sagen Dinge wie beispielsweise, wenn ich geheilt bin, dann werde ich dem Herrn danken. Oder wenn ich einen finanziellen Durchbruch erlebt habe, dann werde ich den Herrn preisen. Oder wenn ich erst meinen Ehepartner gefunden habe, dann werde ich den Herrn loben. Und so weiter. Weißt du, solche Aussagen lassen erkennen, dass die Person eigentlich die Bedeutung und das Geheimnis von Lobpreis nicht verstanden hat. Denn Lobpreis geht dem Sieg voran. Lobpreis und Danken geht dem Durchbruch voran. Durch unseren Lobpreis setzen wir in der geistlichen Welt Dinge in Bewegung und schaffen Freiraum, dass Gott eingreifen kann. Es ist nicht so, dass wir den Herrn dann nur loben, wenn er uns gesegnet hat. Natürlich müssen wir das tun. Aber wir müssen verstehen, dass der Lobpreis wie eine Waffe ist, der in der geistlichen Welt einen Weg bahnt, auf dem wir gehen können. In der Bibel finden wir eine sehr schöne Begebenheit, die das wirklich erläutert. Und das ist die Geschichte von König Josaphat in 2. Chronik 20. König Josaphat lebte friedlich vor sich hin, als eine unerwartete, gewaltige, feindliche Übermacht ihn auf einmal bedrohte. Es war absolut hoffnungslos menschlich gesehen. Es war eine Übermacht. Es war Bedrängnis pur. Sein ganzes Königreich war in Gefahr. Seine Existenz, sein Leben, alles. Und er ruft sein Volk zusammen und das Ganze kommt dann zu einem Höhepunkt, in dem er sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das sagt er im Gebet zu Gott. Er sagt, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich bin völlig, völlig orientierungslos. Ich weiß nichts. Aber die Lösung kommt im nächsten Satz. Unsere Augen schauen nach dir. Er hat gewusst, alle Hoffnung, aller Sieg, aller Durchbruch ist beim Herrn zu finden. Ich sehe keine Möglichkeit durchzubrechen. Ich sehe keine Möglichkeit, wie ich hier irgendwie aus der Situation rauskomme. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schaue auf Gott und sage, du wirst eine Möglichkeit haben. Und in der Tat, aus dem Volk, was versammelt ist, kommt eine prophetische Rede hervor. Und der Mann, den Gott da gebraucht hat, sagt Folgendes. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Also Gott gibt Vision. Er sagt, geht in den Kampf, zieht hin, aber ihr werdet gar nicht kämpfen müssen. Und dann kommt etwas Außerordentliches Interessantes. Josaphat berät sich mit seinen Leuten. Und sie treffen eine hochinteressante Entscheidung. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die, die gegen Juda gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Ist das nicht interessant? Vor dem Heer ziehen die Sänger aus, die im heiligen Schmuck, also in den priesterlichen oder levitischen Gewändern ausgezogen sind und den Herrn erhoben haben. Und in dem Moment, wo das Volk den Herrn erhebt, mitsingt, jubelt, fängt der Feind an, sich selber zu vernichten.
Und es kommt zu einem gewaltigen, gewaltigen, gewaltigen Sieg. Und die Bibel berichtet, dass anschließend die alle Josaphat in Ruhe gelassen haben, weil sie gemerkt haben, hier ist etwas Übernatürliches, was dieses Königreich und diesen Mann, diesen König schützt. Das, was ihm hier zum Schaden gedacht war, wurde zu einem gewaltigen Sieg. Warum? Weil sie im Lobpreis ausgezogen sind. Der Lobpreis hat in der geistlichen Welt etwas freigesetzt, was im Grunde genommen Gott die Möglichkeit gab, für das Volk einzutreten und die Feinde zu vernichten. Durch den Lobpreis wurde sozusagen Gott der Freiraum gegeben, hier für das Volk zu kämpfen. Menschlich gesehen war das völliger Unsinn. Man hätte gesagt, du brauchst Ausrüstung, du brauchst Waffen, du brauchst Kämpfer, du musst dich fit machen, du musst entschlossen sein, du brauchst Durchhalteparolen, damit die Leute wirklich im Kampf bereit sind, für ihr Vaterland hier einzugehen. Stattdessen erhebt den Herrn, singt Loblieder, preist ihn. Und genau das war richtig, genau das hat den Durchbruch geschaffen. Und so ist es auch in deinem Leben. Wenn du verstehst, was Lobpreis ist, dann wirst du in der Situation, in der du bist, wie aussichtslos die auch immer aussehen wird, anfangen, den Herrn zu erheben, ihn zu preisen, ihn zu rühmen. Und das schafft in der geistlichen Welt einen Freiraum, den du noch nie geahnt hast und den du noch nie gesehen hast. Ich glaube, fang an, den Herrn zu ehren, zu preisen, ihm zu rühmen, ihm zu danken. Und du wirst sehen, neue Dinge tun sich für dich auf. Freiräume tun dich für dich auf. Feinde, die dich schon lange quälen, werden verschwinden. Ich glaube, wenn du das tust, wirst du feststellen, Gott hat viel, viel mehr für dich.